Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Eurostock Simulator 2 Video hier vom Cruising the Balkans Event. Wir stehen hier immer noch in Varna. Und wir schauen mal, wohin die Reise von hier aus geht. Externer Frachtmarkt. Oha, doch so viel. Es geht nirgendwo von hier hin. Wir sind sogar noch in der Zone von Mangalia mit drin. Mal gucken, geht das mit Schnellreise auch nach Mangalia? Wenn ja, dann machen wir eine Schnellreise nach Mangalia. Geht natürlich nicht, weil die Stadt keine Werkstatt hat. Ja. Aktualisieren wir nochmal irgendwie kurz. Ansonsten würde ich sagen, fahren wir kurz Richtung Mangalia. In die Richtung zumindest. Wir fahren einfach zur Grenze. Ich hoffe, das reicht. Fahren wir mal hier hin. Fahrt vorsichtig. Und schauen mal, ob es reicht, dass wir dann von dort aus einen Auftrag bekommen. Oder vielleicht sind dann die Aufträge mittlerweile schon wieder ein bisschen gütiger. Und wir bekommen einen Auftrag, der irgendwo hinführt, wo wir noch nicht gewesen sind. Denn in Bukarest waren wir ja schon gewesen. Biege nach links ab. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Es reicht sogar auch, wenn wir schon ein bisschen aus Varna rausfahren. Nimm diese Ausfahrt. Also ein bisschen mehr Mangalia auch haben. Ansonsten muss ich dann südlich fahren, ne? Also, da bin ich auch nichts anderes übrig. Und das dann, ich weiß gar nicht mal, was jetzt im Süden ist, aber das dort versuchen. Immer geradeaus. Ja, immer geradeaus. Und zwar in Burgas. Genau, Burgas war das. Wahrscheinlich wäre das sogar die beste Alternative, besser als Mangalia. Mangalia hat schließlich nicht ganz so viel. Gut, da immer noch Konstanz hier oben. Fahren wir mal das Stückchen raus. In der Hoffnung, dass es was bringt. Rasen sollte man vielleicht auch nicht. Halten und dann rechts abbiegen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir nur 4 Aufträge hier haben. Biege nach rechts ab. Sehr gut, das reicht jetzt schon hier. Wir haben schon Aufträge. Ein Auftrag, der hier hingeht. Super. Ich fahre noch mal ein Stückchen weiter, ansonsten mache ich noch vor der Grenze eine Drehung. Also wir müssten... Wobei, Mangalia hat einen Ocean und Constanza hat Carrefour und Containerport. Als Firmen. Muss ich noch ein bisschen weiter nach vorne, nach Norden fahren, dass ich dann Konstanz auch mit drin habe. Ja, ist ja gut. Ich lasse mich ja schon ausrollen. Und am nächsten Spot wird zum Gucken wäre jetzt gleich hier beim Kreuz. Ob wir schon nah genug dran sind für den Containerhafen von Constanza.
Kommen wir schon mal hier. Ein bisschen näher sind wir schon dran, aber ich glaube, es reicht definitiv nicht aus. Ja, ne, ist so geblieben. Dann fahren wir, wie gesagt, zur Grenze. Bleibt dann hier erstmal nichts anderes übrig. Ich hoffe, bei der Grenze haben wir dann ein bisschen Platz, falls wir notfalls das Problem haben, dass wir nicht weiterkommen. Dass wir da wieder südlich fahren müssen. Wobei, wenn ich wirklich konstant sein, dann bin ich ja auch schon bei der anderen Stadt da in der Nähe. Das ist wahrscheinlich eine von den beiden Städten werden. Ich habe eigentlich den Blinker angemacht, aber irgendwie bin ich auf P gekommen. Also auf dem Scheibenwischer. Aber keins der beiden getriggert. Und wir sind aus Varna raus. Dann gucke ich nochmal kurz bei der Grenze. Die Frage, was näher dran ist, ne? Konstanze ist wahrscheinlich echt viel näher dran als Burgas. Baustelle direkt vor der Grenze. Ja, ich würde sagen, ich halte mal kurz hier vorne. Das war eine schöne Fahrt. Danach also dann direkt weiter, wenn es hier nichts gibt. Falls wir Konstanz schon haben. Wir sind, ich glaube, nicht ganz nah genug dran. Ich glaube nicht. So ungefähr bis hier sind wir jetzt, glaube ich. Also wir müssen noch ein Stückchen weiter, dass der Containerport auch mit dabei ist. Also einmal durch die Grenze durch. Am anderen Ende der Grenze können wir nochmal gucken. Also wenn wir dann in Bulgarien, in Rumänien sind. Zum Glück kostet der Grenzübertritt ja nichts. Also was heißt zum Glück? Das Geld hätten wir sowieso da, aber... Wir wollen nur die Papiere sehen. Gucken wir nochmal nach, wenn unsere Papiere überprüft werden, ob wir einen Auftrag haben. Sehr schön. Dann... Gut, ab nach Konstanza oder ab Richtung Konstanza, weiter gen Norden. Ich glaube, das ist am sinnigsten momentan. Und hoffen wir auf das Beste. Also ich hätte es ja gut gefunden, aber irgendwie jetzt Richtung Süden fahren würden, aber das ist scheinbar nicht so.
Dann geht's vielleicht nicht in die Türkei, mal schauen. Oder wir fahren nach Norden, um in den Süden zu fahren. Das kann natürlich jetzt auch sein. Das werden wir dann gleich sehen. Spät jetzt runter. Aber egal. Schön hier mit den. Mit. Wird dein Schiff gerade gebaut oder ist das einfach nur. Wahrscheinlich schon, oder? Trockendock. Ja. Schön. Das. Da erleuchtet es auch noch viel mehr ein mit dem. Schiffsmuseum von Maribor. Maribor? Ne, wo sind wir nochmal? Von Mangalia, meine Güte. Nicht Maribor. Ein ehemaliger Bahnübergang. Das ist mir, glaube ich, bei der Hinfahrt gar nicht so wirklich aufgefallen. Ist ja auch schön mit den Schiffen hier. Bisschen Schiffsverkehr, abgesehen vom Segelschiff hier auf dem Wasser, wäre natürlich auch noch nice, aber man kann nicht alles haben, ne? Und sind wir noch 80, ne, 50. Schon wieder auf 45 runtergegangen. Wollen wir nochmal gucken? Ja, ich würde sagen, wir gucken nochmal, ne? Das sind wir selber beim Hafen. Wir sind doch immer noch so weit entfernt. Wahrscheinlich wird es. Okay, Konstanz haben wir sogar schon. Von Konstanz nach Istanbul wird es gehen. Das wären dann nochmal 600 Kilometer. Ja, warum nicht, würde ich sagen, oder? Schon wieder leere Paletten. Fahren wir leere Paletten. Mit leeren Paletten kennen wir uns ja mittlerweile aus. Ja, dann fahren wir die. Knapp 23 Tonnen leerer Paletten von Konstanza nach Istanbul. Ich glaube, dann kurz vor Istanbul muss ich dann nochmal pennen. Und jetzt haben wir ja wieder. Jetzt stehen wir ja gleich wieder. Apropos, jetzt stehen wir ja gleich wieder. Es gibt immer noch nicht das. Das Event wurde noch nicht angekündigt. Ich habe das langsam das Gefühl. Ich bin jetzt gerade kurz nochmal rausgetappt. Um sicher zu gehen, aber nee. Gucken wir nochmal auf die letzte News. Und ein nach oben. Geht nicht. Ja, das letzte sind noch die. Die Changelogs zu der 1.49. Und bei ATS gibt es auch noch nichts. Also. Wir haben beispielsweise gerade den, für mich persönlich, den 10. Deswegen glaube ich mittlerweile echt, dass es eher so ist, okay, das Event hier wird beendet und das andere Event startet. Also ich rechne aktuell so echt mehr mit dem 19. als mit dem 15. Letztes Jahr, dass dann das diesjährige Weihnachts-Event beginnt. Aber das werden wir dann ja sehen. Da kann man sogar, könnte man prinzipiell sogar lang. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe mich auf Bild runtergetippt, sondern auf Ende. Ich kann mich mal rechts einsortieren. Und dann haben wir auch schon wieder zwei Städte aufgedeckt. Also, ich bin jetzt da gerade bei 6 von 15 jetzt für. Road to the Black Sea und jetzt mit Konstanzia und Istanbul bin ich dann bei 8 von 15. Und
technisch gesehen. Okay, ich habe. Immer ja gut. Geradeaus. Bis auf eine Fahrt habe ich dann jetzt so gesehen zwei Fahrten schon wieder eingeholt, die es nicht gegeben hat, planmäßig. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Bitte rechts. Das war schon wieder ein bisschen zu weit an der Leitplanke rechts gewesen. Nimm diese Ausfahrt. Aber ist auch nicht verkehrt, dann ein bisschen Zeit gut gemacht. Dann wären wir hiermit wahrscheinlich sogar fertig, bevor ich mit Kansas fertig bin. Kansas bin ich ja jetzt auch bei 5, bei 6 von 14. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Von daher. Nimm diese Ausfahrt. Beziehungsweise, nee, das Video ist schon rausgekommen. Ich bin jetzt bei 7 von 14. Also 7 stehen noch aus und hier stehen nach dieser Fahrt dann noch 6 aus. Das ist aber auch nice. Ja, das gefällt mir. Das wird doch auch safe so im Wasser gewesen sein, oder? Oder wurde das biege nach rechts ab. Im Nachhinein aufgefügt. Ach, ihr wisst, was ich meine. Und wir fahren von Carfo natürlich aus. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ach, wieder schön. Ziel angekommen und ihre Routenführung ist damit mit dem tiefer gelegten Hinterhof. Dann laden wir die leeren Paletten. Ja, besser geht's fast gar nicht, ne? Okay, doch. Na, oh. Es geht immer besser. Los. Nicht, wenn man die richtige Taste drückt. Abfahrt. 570 Kilometer Richtung Istanbul. Und gut, den Weg da ist ja. Oha, da wird es auch spannend vor Burgas nochmal. Vor Burgas. Dann geht es hier runter Richtung Türkei. Und dann einfach runter komplett, ja, fast das südlichste, was geht. Da hinten wird es auch aber wild, glaube ich, das Gefühl. Und fahren wir überhaupt zu Baltrak Logistik. Weil man die falschen Tasten drückt. Wobei, ich könnte mal gucken. Ja, nee, in einem Rund schafft man das nicht. Kann man hier auch hier sehen. Rechts abbiegen. Und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab.
belastend. Da waren die Büsche im Weg. Aber das ist ja schon mal gut, da haben wir auch ein bisschen was von der Türkei. Am Kreisverkehr nach dieser Fahrt. Und ich denke mal, von Istanbul werden wir mit Sicherheit einen Auftrag haben, oder dass wir erstmal leer fahren müssen. Aber hey, man hat nicht immer Aufträge. Tanken muss ich mit Sicherheit zwischendurch auch nochmal. Also ich immer wieder unter 45, gern schon 50. Auf jeden Fall nicht genug trinken gerade dabei. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Muss aber erstmal reichen für diese Fahrt. Nimm diese Ausfahrt. Vor der nächsten Fahrt werde ich dann einfach nochmal nach unten gehen müssen. Immer geradeaus. Oh ja, tatsächlich. Eine Schleuse. Ich muss kurz überlegen. Wie man es nochmal nennt. So, jetzt haben wir wieder dieselbe Grenze, denselben Grenzübertritt. Weil ich müsste wahrscheinlich eh nirgendwo hingehen. Also. Spannend wird es mit Sicherheit nicht so sein. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Stoppschild, da kommt nichts. Dann können wir ja. Da kommt auch bis auch gar nichts, ne? Also. Weder beim letzten Mal noch als dieses Mal. Mehr Schiffsverkehr hier? Nee. Immer noch dasselbe Segelschiff. An fast derselben Stelle. Das ist aber eigentlich schon nice. Eigentlich müsste ich hier mit dem Boot mit anfahren, aber oder einseitig fürs Boot oder so. Das waren jetzt Kreditraten, glaube ich. Oder? Wahrscheinlich. Ja. Für die Geld auf dem Konto Kreditraten wurden getilgt.
Eine Sache, die ich auf alle Fälle machen werde, ich hoffe, ich streng dran, bis zu dem Zeitpunkt, wo das letzte Video vom Balkan-Event kommt. Gut, ich werde dann wahrscheinlich nochmal die eine oder andere Fahrt dann mit Truck und Trailer mit dem Paintjob fahren. Weiß ich nicht. 3 bis 5 fahren vielleicht. Aber ich dann danach im Anschluss den Truck schon mal vorbereite fürs Weihnachtsevent, dass der schon mal den Paintjob bekommt. Ich glaube, ich habe ja sogar prinzipiell, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, ich habe ja nicht nur Paintjob für den Truck von Weihnachtsevent, sondern auch für den Trailer. Ist halt die Frage, wie die diesjährige Trailer aussehen, ne? Wahrscheinlich mal, ja, das klingt zu negativ, aber wahrscheinlich mal wieder anders. Also gesagt, schon jetzt gibt es kein Update dazu. Finde ich auch witzig, dass die Cops durch die Kontrolle müssen. Ist halt auch länderübergreifend halt, ne? Und hoch auf 80 wieder durch Warner durch. Meine ich zumindest. Jetzt so dran vorbei, aber ich glaube komplett durch Warner. Ach ja, wir fahren jetzt doch ein ganzes Stückchen durch Bulgarien durch, wo wir nicht ganz so schnell fahren dürfen, zumindest auf der Landstraße nicht. Ich weiß gar nicht mal, wie das jetzt auf der Autobahn oder Schnellstraße war, ob wir da auch nur 80 durften und nicht 90. Werden wir dann später noch sehen. Aber erstmal fahren wir wieder durch Warner durch. Kann man diesmal auch wirklich die Sehenswürdigkeit mitnehmen? Und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Demnächst links abbiegen. Immer schon den Garage nicht mitnehmen können. Wobei das Geld hätten wir dafür, ne? Aber auch nur in der Theorie, dann wollen wir in der Praxis halt auch Kredite zurückzahlen. Also einen großen Kredit. Ich schätze mal so 350.000 nach. Gucken wir kurz nach. Oh, nah dran. 331.000. Die Kohle haben wir noch nicht. Aber den Sehenswürdigkeiten finde ich auch gut, also dass es halt implementiert wurde, weil auch mit den Viewpunkten, dadurch fährt man halt nicht nur dran vorbei, sondern man kann es genauer anschauen und man lernt noch ein bisschen was daran. Darüber. Demnächst links abbiegen.
biege nach links ab. Bleiben wir schon mal direkt links. Das ist die Frage von der Wurst, dass es besser ist mit dem Screenshot. Wahrscheinlich was für andere Perspektive aus besser, oder? Oh Gott. Immer geradeaus. Es sind die Wohnblocks von Vana. Trophäe fotografiert. Und Strafgezahlt mitgenommen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ich weiß nicht, ob ich da halt noch bremsen kann. Wahrscheinlich schon, aber immer geradeaus. Ich habe mir damit gerechnet, dass es noch klappt, bei der Grün drüber zu kommen, bis wir gelb. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und dann wieder aber auf die Autobahn. Diesmal nur halt geht's weiter und wir biegen nicht direkt wieder ab. Biege nach links ab. Auf nach Burgasch. Wenn wir endlich draußen sind. Wie dieses Hochkämpfen hier. Den Hügel hinauf, die Auffahrt hinauf. Bitte links halten. Ja, mach ich doch schon. 50 nur, okay. Oha. Das ist ein Höhenmesser wahrscheinlich, oder? Eine allgemeine Registrierung. Das ist ja schon nice. Wirkt auch ein bisschen bekannt. So ist irgendwie irgendwo schon mal gesehen habe. Aber ich glaube an das, was ich gerade denke, ist irgendwo. Oh Gott. Irgendwo. In Michigan, glaube ich.
oder östlich von Michigan. Immer geradeaus. Dann geht es jetzt ab durch den Wald, mehr oder weniger. Vielleicht sogar auch mehr als nur weniger. Sonnenblumen, die langsam schon wirken, als ob sie eintreffend sind. Ich glaube, bei 60 zu bleiben macht schon Sinn. Oder 55 ist besser. Vor allem, wenn wir die Innenkurve haben. Die Innenbahn. Bisschen zu sehr geschnitten. Kann ich aber gleich jetzt auch beschleunigen wieder auf die 70. Das ist jetzt auch ein bisschen breiter die Spur. Ein bisschen was gebaut. Und wir fahren wieder in den Ort hinein. In. Okay, kann ich nicht lesen. Pumori. Hätte ich jetzt gerade von dem Geflacke, was ich sehen konnte. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Ja, so ist stark, wo wir nicht abbremsen. Nimm diese Ausfahrt. Ja, Pumori war es gewesen. Auch schön hier wieder am Wasser entlang. Yacht, die hier rumfährt. Schon mit offenen Feldern im Tal. Da kann man auch mal wieder ein bisschen die KI ausbremsen. Beim Schauen. Oh, was ist denn da hier im Burgasch? Ja, super. Ich wollte nicht auf die Numpad 5 drücken. Ich wollte eigentlich auf Numpad 6 drücken, um nach rechts zu gucken. 50. Tank muss ich nicht. Erst auf einem Burgasch Balkan Explorer 9 von 30. Am Kreisverkehr ist der wäre festgefahren? Nee, nicht ganz. Bitte rechts halten. Nimm diese Ausfahrt. Dann biegen wir schon direkt wieder rechts ab. Kurz Durchfall in Burgasch. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Bitte rechts halten. Interessant, eigentlich. Hätten wir prinzipiell auch geradeaus weitergekonnt. So von der Ausstellung her. Aber weird.
Ist ja auch echt ein weirder Weg gewesen. Nach hier, ich meine, macht der hier schon mehr Sinn. Dann schalten wir mal kurz ein bisschen hoch, wenn wir im Industriegebiet vorbeifahren. War da jetzt ein Busch oder ein Baum zu sein an der Fahrbahn oder wie? Hä? Zum Glück ging es nicht auf die Paletten. Weird war es trotzdem. Jetzt wieder hochbeschleunigen erstmal. Das Tempo haben wir verloren. Weil da war ja halt echt nichts. Also. Kann ja entweder nur irgendwas Unsichtbares gewesen sein oder halt die Hitbox von irgendeinem Busch oder Baum oder whatever. Kam jetzt so unerwartet. 360 Kilometer vor Istanbul. Weil ich frage mich gerade, ob die Ankündigung das letzte Mal am 15. war, also ob es am 15. gestartet ist. Ich glaube, es ist am 15. gestartet und der Post war am 12. Also könnte auch sein, dass morgen dann der Post kommt, wenn es am 15. startet. Aber also das Weihnachts-Event, aber mal schauen. Schauen wir mal. Zum 19. haben wir auf jeden Fall noch Zeit fürs Cruising the Balkans Event. Das ist auch echt nice mit der Autobahn auf Erhöhung, über die man dann in die Täler gucken kann. Demnächst rechts abbiegen. Achso, so abbiegen müssen wir sogar. Das ist auch echt interessant mit der ganzen Abwasser. Biege nach rechts ab. Abwasser. Wasserabfangstellen. Kann man ja schon was anderes nicht nennen.
rechts halten. Macht man natürlich. Fuck, das schon wieder rum hier mit dem scheiß Discord. Der Discord-App. Muss man vorne. Aber ich muss auch sagen, ich finde echt, dass das neue UI sowohl auf der App als auch auf dem für den Rechner halt absolut. Ja. Absolut, please give me the option to patch it back. Also die Version hat man sich. Würde ich echt gerne, so wie bei Steam man Spiele zurückpatchen kann, wollte ich gerne die Version zurückpatchen, dass ich nicht das UI habe. Immer geradeaus. Man hat nicht mal das schöne Discord Grau, sondern mal jetzt Discord Dark. Und Grau kann man nicht mehr auswählen. Halt, ja, hätte man sich sparen können oder optional machen können. Nach Indien. Was haben wir hier? Blitzer? Ich glaube schon. Wirkt jetzt zumindest so. Bei Vorbeifahrt. Ja. Schön, dass man dafür auch gewarnt wird. Geradeaus. Immer geradeaus. Ich hatte auch nichts anderes vor, als immer geradeaus zu fahren. Wir sind noch so kurz vor der Grenze, oder? Oder ist das die Grenze? Ist die Grenze. Das wäre gleich in der Türkei das erste Mal für mich. Tanken muss ich auch mal wieder, aber das kann man auch in Istanbul machen, würde ich sagen. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links. Spannend. Interessant, dass es übergeht. Ranger 3 von 5. Okay, lass uns eine neue Route finden. Sehr schön, Randkontrolle erfolgreich abgeschlossen. Dann noch durch die Papierkontrolle. Ich auch schon lange nicht mehr gefahren. Ich habe hier nicht den richtigen Knopf gedrückt. Wahrscheinlich geht es gleich nur auf die Waage. Ich muss eigentlich auch noch mal pennen, ne? An der Grenze, ich würde schon sagen, oder? Schon am sinnigsten.
ist, glaube ich, schon am sinnigsten. Wahrscheinlich geht es nochmal über die Waage. Halten müssen wir auch wieder rechts. Erstmal wiegen. Es geht auch nirgends anders hin als auf die Waage. Warten wir mal. Und fahren nicht direkt mit drauf. 36 Tonnen Gesamtgewicht. Aber was meint er dem Adler? Ecke Wind her. Grenzkontrolle einmal. Ich weiß gar nicht, kommen wir noch an einem Schlafplatz? Ist jetzt hier vorbei? Ich glaube nicht. Ja. Okay. Ich dachte, da kommt noch eine Kontrolle. Die Kontrolle der Kontrolle. Ja, ist wohl nicht möglich. Hier zumindest. Nächste Möglichkeit wäre dann wahrscheinlich bei der Maut. Dann werden wir es wahrscheinlich da machen müssen. Genau, ist ja einmal vorbei. Klebst mir nicht gleich wieder hinten dran. Oder für aller Seitentür. Das muss ich wieder den Berg hinaufkämpfen. Und auch schon wieder abbremsen. Hat sich gelohnt. Ja, ist ja gut. Alles im Griff, alles abgeplant. Abgeplant. Alles geplant, alles im Griff. So. Biege nach rechts ab. Auch nicht schnell gehen. Tempo werde ich jetzt noch wieder verlieren. Ja. Was ist denn los heute mit dem scheiß WLAN? Ständig wieder am Ausfallen hier. Bisschen nervig und ungünstig. Dann haben wir die Maut, die hat mich da außen lassen, man schlafen könnte. Aber werden wir gleich sehen. Direkt hier unter 50 scheinbar. Fahrzeugprüfung, bitte eine nahegelegene Wiegestation aussuchen.
Müssen wir sowieso nach rechts. I guess. Ja. Dass wir nicht pennen können, ist ja auch nervig. Dann sagen wir ja dringend. Oh. Schon fast mit auf der Waage drauf. Gut, ich habe bei der nächsten Tanke können wir pennen. Sind immer noch 36 Tonnen. Ja, da geht mir dazu, Schein, bla bla bla. War ein Bug. Egal, was für ein Bug es war. Es war ein Bug. Es war klar. Ich wollte gerade gucken, habe aber nicht den scheiß Taste gefunden. Das halt so immer ist. Ich glaube, das ist natürlich auch nicht perfekt. Nicht so wie sonst zumindest. Ist ja 130 Kilometer, aber davor pennen wir nochmal. Doch gleich der Fall sein. Kurz nach dieser Abfahrt. Aber jetzt mittlerweile Schaden an der Fracht? Nee, zum Glück nicht. Können das nur gleich direkt reparieren. Schon wieder. Ach, die schönen Seen und Wassergebilde, nenne ich es einfach mal, sind echt schon nice. Ja, schon alles schön anzusehen. Warte mal, wir sind ja gar nicht bei 35%, wir sind doch, okay, wir waren bei 35%, wir sind bei... Immer geradeaus. 31% mittlerweile. Das ist ja auch nice. Und dann keine Haltebucht. Jetzt sogar fast aus, so wie wir geschadet sind. So wie wir halt wirklich eingeschlafen sind.
Den wollen wir mal losziehen. Vorne wieder raus, würde ich sagen. Einmal so die Tacke durch. Getankt wird später. Istanbul, wo wir noch 100 Kilometer haben, dann sind wir dort. Da kann man hier auf der linken in der aufgehenden Sonne. Die Wassertürme. Das muss mich auch dafür umgewöhnen, dass es ja jetzt auch wieder anders heißen kann. Was die Tafelung betrifft. Aber es scheint mir so auch zu sehen, dass es so ist, wie es dort steht. Und da ist jetzt das nächste halt Istanbul. Prinzipiell. Ich muss schon fast wieder rechts einsortieren, ne? Aber who knows? Ja, machen wir mal. Bitte links halten. Hat sich gelohnt. Dann bleiben wir jetzt links, bis es was anderes heißt. Bis wir wieder einfach in dieser Spur, bis es heißt, ja, rechts einsortieren. Aber auch schon mit den Bergen hinten im Hintergrund. Erst auf Melden Istanbul, Balkan Explorer 10 von 30. Ich habe mal den Bosporus, gut, ist wahrscheinlich auch mit dabei, oder? Ja, dann weiß ich mit dem Blue-Punkt, genau, mit dem Viewpunkt sehen. Viewpoint, meine Güte. Links einsortieren. Bitte links halten. Und da haben wir die Skyline von Istanbul.
dürfen ja schneller fahren. Habe ich natürlich nicht mitbekommen, aber eigentlich auch irrelevant, weil wir müssen ja wieder langsamer werden wegen. Wegen der nächsten Maut. Und wir müssen wieder auf die Waage. Dann müssen wir das Tor ganz rechts, okay? Wie es halt immer so ist, ne? Maul von noch eine andere Euro gezahlt. Und immer noch 36 Tonnen. Geht Richtung Flughafen. Ich weiß aber gar nicht genau, ob es wohl die Flughafen sein wird oder nicht. Ist dann noch 10 Kilometer? Könnte halt schon sein. Oh, zumindest in der Nähe vom Flughafen. Dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Ja. Kreisverkehr, I see. Ich hab auf den Kreisverkehr gewartet. Aber nicht mit so einem Kreisverkehr gerechnet. So, auch der erste Kreisverkehr in der Türkei, ne? Also. Guter Einstieg. Geht scheinbar tatsächlich echt zum Flughafen oder zum Flughafen geht es noch weiter. Ich dachte, der Flughafen könnte rechts sein bei FLE. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Nach rechts ab. Ach je. Ist ja auch wild. Demnächst rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann rechts abbiegen. Okay, der Flughafen ist dann direkt vor unserer Nase und links ist dann wahrscheinlich der Container-Terminal, das Container-Terminal am Flughafen. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Schätze ich jetzt einfach mal. Schon mit den Blumenkästen hier als Verzierung. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen und dann links abbiegen.
biege nach links ab. Anders wird es ja auch nicht gehen. Also für uns. Biege zumindest. Nach rechts ab. Mein Gott. Auch gerade ausgekonnt, aber hören wir einfach mal aufs Navi. Links abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Es ist vorbei. Ja, okay, nach hinten. Noch ein paar Plätze. Ich verstehe. Dann ja, laden wir mal hier in Istanbul die leeren Paletten ab. Ausgezeichnet, leere Paletten von Konstanza nach Istanbul geliefert. Gefahrenstrecke 608 Kilometer. Dauer wahrscheinlich eher so eine Stunde 10 Minuten. 15.500 gab es dafür und knapp 800 Erfahrungspunkte. Kann man hier in der Nähe pennen? Wahrscheinlich nicht. Zu weit weg. Dann gucken wir einfach mal, wohin es vielleicht gehen könnte im nächsten Video. Da waren wir schon im in Ruse waren wir auch schon. Kragujevac waren wir. Ist doch Kragujevac, ne? Ja. Konstanza, Belgrad, Novi Sad. Waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Da waren wir nicht. Da könnte es wahrscheinlich hingehen. Wieder leere Paletten. Wir fahren ja sonst nichts anderes. Oder nach Indien, aber mal gucken, wohin es geht. Gucken mal, wohin es hingehen könnte, wenn es ist, das ist, was ich gerade gesehen habe. Dann wird es wahrscheinlich gehen nach, ja, nach Veliko Tarnovo. Oder so in der Richtung. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns im nächsten Event-Video hier vom Cruising the Balkans Event. Tschüss!